Dann schauen wir mal, was ich zum Thema Verschwörung finde. Das sind nur 4.030.000 Ergebnisse. Da bin ich schnell durch. Jeder Mensch hat schon einmal davon gehört. Verschwörungstheorien. Diese Mythen ohne wirkliche Beweise, von denen sogar die Schwester des Nachbarn des eigenen Onkels schon gehört hat. Was genau das jetzt ist, warum sie so ansprechend sind, wie sie entstehen, warum sie gefährlich sein können und wie ihr darauf reagieren könnt, das behandeln wir in den nächsten Videos. Sie sind Teil einer ganzen Sammlung an Material über Verschwörungserzählungen, die unter anderem auch noch ein Quartett und einen Bausatz für eigene Verschwörungserzählungen beinhalten. Diese Sammlung haben wir Trollwerkstatt genannt und ihr findet sie auf der Homepage, die ich euch unter dem Video verlinkt habe. Vorab kann ich euch schon einmal sagen, wichtig ist es, die Augen und Ohren offen zu halten, bleibt kritisch und lasst euch nicht jeden Blödsinn einreden.